Mein Name ist Felix Schulz, ich bin Landessprecher der Linksjugend Solid Berlin. Lebenslanges Lernen, was ist das eigentlich? Ist man damit jemals fertig? Tatsächlich nicht, denn eine demokratische Gesellschaft braucht aufgeklärte Mitglieder. Wir alle müssen gemeinsam Antworten finden auf die Fragen, die uns als Gesellschaft bewegen. Das sind Fragen wie, wie können wir den Klimawandel stoppen? Aber auch Fragen wie, wie gehen wir mit der Digitalisierung um, die uns alle betreffen wird? Wie können wir nachhaltig Frieden sichern? Und wie können wir der ungerechten Verteilung von Vermögen in diesem Land etwas entgegensetzen? Lebenslanges Lernen bedeutet für uns der Zugang zu Museen, zu Theatern oder zu digitalen Bildungsinhalten. Diese vierte Säule des Bildungswesens wird bislang allerdings nur von 8,5% der Menschen genutzt. Auch hier zeigt sich, dass der Zugang dazu oftmals eine Frage des Einkommens ist. Und das finden wir scheiße. Übrigens, berufliche Weiterqualifikationsmaßnahmen, die nützen ja auch den Betrieben und Unternehmen. Und deswegen sollten sie sich auch finanziell daran beteiligen. Und vor allen Dingen sollten berufliche Weiterqualifikationsmaßnahmen nicht in der Freizeit, sondern nur in der Arbeitszeit stattfinden. Wir als Linke fordern deshalb ein Recht auf Neugier, ein Recht auf lebenslanges Lernen und ein Recht auf persönliche Weiterentwicklung. Dafür steht die Linke.